Amerika soll zusammenhalten und seine Stärken nutzen, eine bessere Zukunft aufbauen. So Hillary Clintons Parole während ihres Wahlkampfes. Sie will Geschichte schreiben als erste Frau im Weißen Haus. Clinton will eine Reform der Einwanderungsgesetze. Eine gute Nachricht für die rund 11 Millionen illegalen Einwanderer, die in den USA leben. Wie sie zu gleichberechtigten Staatsbürgern werden können, dafür will Clinton schon in den ersten 100 Tagen ihrer Präsidentschaft einen Plan vorlegen. Als Außenpolitikerin hat Clinton viel Erfahrung und sie gilt als unnachgiebiger als Barack Obama. Endlich wieder bessere Beziehungen zwischen Washington und Moskau also, unwahrscheinlich. Im Wahlkampf wirft Clinton Russland vor, sich einzumischen. Stattdessen will sie die NATO-Verbündeten der USA stärken, um den Kreml in Schach zu halten. Clinton schließt aus, Bodentruppen nach Syrien zu schicken, um die Terrormiliz IS zu bekämpfen, unterstützt aber eine Flugverbotszone. Das könnte zu einem direkten Konflikt mit Russland führen. Der Welthandel ist ein weiterer Bereich, in dem Clinton mit der Politik der Regierung Obamas brechen könnte. Sie ist gegen die transpazifische Partnerschaft in ihrer jetzigen Form und will das umstrittene Abkommen als Präsidentin nicht unterzeichnen. Das könnte ihr Probleme mit ihren Unterstützern an der Wall Street verschaffen. Für Clinton ist der Klimawandel eine ernste Bedrohung, die jetzt angegangen werden muss. Sie hat einen 10-Jahres-Plan, um die Emission von Treibhausgasen zu reduzieren und die USA zu einer Supermacht im Bereich der alternativen Energien zu machen. Hillary Clinton steht für eine Politik der kleinen Schritte und in vielen Punkten für Kontinuität. In einigen Politikbereichen aber will sie auch eigene Akzente setzen.